Mal gucken, die kam ja recht gut bei euch an. Gerade für solche Großprojekte. Oh, die beiden Dinger wollte ich ja auch noch versemmeln. Warte mal. Stein, 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 Stein. So, wie viel sind das? K-Glas repariert. K-Glas baut auf oder so. Tauscht aus ist das, ne? Brauchen wir noch was? Nee, ich glaube nicht. Oder? Effizienz reparieren. Nee, noch nicht. Noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Es ist noch nicht vonnöten. Ich möchte sie gerne töten. Ach ja, mir hat doch übrigens jemand den, diese Buchmod empfohlen. Womit man Bücher wieder dem alten Rezept nach craften kann. Muss ich aber sagen, habe ich ein bisschen verpeilt reinzuhauen, weil ich auch keine Lust hatte, ehrlich gesagt, mich jetzt mit der Forge und mit Magic Launch und sowas auseinanderzusetzen. Weil das Ding nicht direkt kompatibel ist, leider. Ist ein bisschen schade, aber naja. Gucke ich mal, dass ich das mache. Ansonsten habe ich ja gesagt, ne, hier und dann zack und dann haben wir es ja. Das ist, glaube ich, das wenigere Problem. Sollten wir dann aber bei Gezeiten mal schauen, dass wir das hinkriegen. Wäre schon schön. Es wäre schön. Welcher Penner war das? Jan Pillemann Otze. Otze Arsch. Otze, Otze Arsch. So, wie hoch gehen wir hier? Ich würde sagen, auch wieder 3. 3 ist immer gut. Und wir müssen essen. So. Wupp. Wupp. Ja, hier müssen wir halt, wie gesagt, hier hochgehen. Sieht jetzt nicht so toll aus da hinten, dass das dann abgeflacht ist. Aber wie gesagt, von hinten sieht man es am wenigsten. Also, das ist jetzt nicht die Tragik überhaupt, aber naja. Ich glaube, von vorne sieht das dann schon ganz nice aus. Hup, hup. Achso. Eigentlich müssten wir dann ja sogar 4 hochgehen, ne? Oder setzen wir das Dach dann... Nee, wir gehen 4 hoch. Wir müssen auch wieder diese Querstreifen machen. Die sind ein Muss, glaube ich. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob diese Querstreifen hier oben auch wieder... Besser würde es auf jeden Fall aussehen. Ja, doch. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Können wir hier gerade nochmal versetzen, den Rest, was wir noch haben. Hier so hin. Ja, ja, doch. Machen wir hier so. Ich habe gerade überlegt, ob wir da auch wieder so ein Ding zu machen. Aber wir bauen es so. Das sieht man von innen dann sowieso kaum noch. Hupp. So, jetzt sind die Hölzer gleich leer. Und zwar jetzt. Verdammt. Kommen wir da so? Jo, klappt. Hojo. Hojojo. Kennt er den? Ich frage, kennt er den? Kennt er den? Nee, der ist aber echt lustig, dieser Schweizer Pornodarsteller. Der sich ja angeblich umgebracht haben soll. Wovon ich aber im Moment irgendwie nicht so ganz ausgehen kann. Weil nicht bestätigt. Ne, man kann ja nie Sachen glauben oder von denen ausgehen, die nicht bestätigt sind. Oder ohne sich davon selbst überzeugt zu haben. Und da das nie passieren wird, wird es für immer ein Mysterium bleiben. Ich werde jetzt kaum irgendwie seine Verwandtschaft anrufen und sagen, hat er sich umgebracht? Lebt der Porno-Joe noch? So, ich muss mal gerade, ich habe ein bisschen Angst. Doch, klappt. Ich hätte das gerne so, dass das einheitlicher aussieht. Spiel rein, aber naja, ihr kennt das ja. So, ist schon ziemlich beengt hier oben. Soll auch, wie gesagt, nur so eine kleine Herberge sein. Habe ich Glas dabei? Nein, habe ich nicht. Was für eine Frage. Hätte ich mir auch selbst beantworten können. Scheiben. Kleister. So, kann man eigentlich... Warte mal. Kann man eigentlich... Ach was. Das geht tatsächlich. Ist ja toll. Ach, das setze ich auch mal gerade draußen hin, bevor ich es nachher wieder vergesse und dann wird es eh dunkel. Hier hin. So, wir haben leider keine Bierflasche. Also müssen es diese Dinger tun. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob man das jetzt so lassen kann. Oder ob das mehr ein bisschen witzlos jetzt gerade aussah, aber naja. So, einmal. Und... Hier noch zweimal.
Jetzt fehlt hier oben nur noch die Casting-Couch und dann ist doch alles perfekt. So, dementsprechend müsste dann das hier die Mitte sein. Kann das sein? Adolf Hitler, kann das sein? Dann würde ich... lass mich kurz überlegen. Mit diesem Holz... kann ich das da jetzt einfach so weghauen, ohne dass man mich verprügelt? Muss ich gleich nochmal gucken. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wir müssen hier auf jeden Fall noch eine Trennwand hinbauen. Damit das dann eben Zimmer werden, wie schon erwähnt. Die Trennwand hätte man natürlich auch... Nee, ist nicht mittig. Geht nicht. Ist das hier überhaupt mittig? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja doch, passt. Ist mittig. Sieht aber irgendwie ungleichmäßig aus. Naja, ist aber richtig auf jeden Fall. Wo bauen wir denn die Trennzimmer am besten hin? Hier ist natürlich ein verlorenes Eck im Grunde genommen. Aber ich würde fast schon sagen, hier so. Ne? Und hier? Aber nicht aus dem Holz. Oder? Nee, wir können nicht alles aus dem Holz machen hier. Das geht nicht. Andererseits ist das halt eben das Holz, was wir hier haben. Aber alles aus dem Holz sieht auch irgendwie ein bisschen scheiße aus. Da überlegen wir uns was anderes. Ich hätte da draußen noch ein paar Setzlinge pflanzen sollen. 8 Stück haben wir. Warte mal. Ich muss kurz weg. Eins, zwei, drei. Nee. Ich pflanze die mal einigermaßen in einer Ecke. Seht ihr dann noch gleich warum? Wir haben immer noch kein Dingens gebaut. Ach gut, auch noch mehr. Geil. Hoch, hoch, hoch. So. Mal abwarten, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt wächst. Kein Plan. So, jetzt machen wir uns aber mal an andere Arbeiten. Die machen wir uns nicht, weil wir kein Holz mehr haben. Wir müssen warten, bis da das Holz nachwächst. Solange können wir ja noch mal gucken gehen hier oben. Hier ist ja auch noch nicht alles final. Da kommen wir nochmal 2 Fackeln hin. Wir bräuchten Wolle. Die tolle Wolle, die wir hier hinten jetzt aber nicht haben. Oder machen wir die Steine? Machen wir das auch einfach aus Steinen? Warte mal. Aus Stein würde das doch ganz gut passen, oder? Das Ding ist halt komplett aus Stein. Da kann ich jetzt nicht viel für. Also theoretisch gesehen schon, aber... Ach Mann. Aber naja. Würde schon passen eigentlich, ne? Wenn das hier auch aus Stein wäre, dann kommt hier die Tür hin. Da kann man jeweils links und rechts nochmal eine Fackel hinsetzen. Dann ist das hier so eine kleine Behausung. Da hinten könnte man eine Kiste reinmachen. Haben wir noch Kisten? Dabei nicht, aber wir haben Werkbänke. Warum sage ich heute alles eigentlich in der Mehrzahl? nochmal. So. Eigentlich kann ich ja gleich 4 machen, weil wir brauchen ja sowieso 2 dann. So. Pro 2 dann. So, dann bauen wir das andere Zimmer genauso. 1, 2, 1, 2 hier hin. So. Nein. Das war dumm. Verdammt. Pimmelratte. So, theoretisch könnte man natürlich jetzt noch eine Etage draufsetzen, aber... ja, man muss es ja nicht übertreiben. Ne, man muss ja nicht restlos übertreiben. Es soll ja kein Stadthotel werden. So wie in Frankfurt oder Köln so Dinger stehen, sondern es soll halt einfach nur da sein. Es soll einfach nur da sein. Die Tür kommt hier hin. So. Da haben wir oben so ein kleines schmuckes Treppenhäuschen. Was man da hin macht, weiß ich nicht. Da kommt ja dann auch noch das Dach oben drauf. Hier könnte man doch theoretisch gesehen... Sieht das noch was aus, wenn man... Hier so... weiß ich nicht, ob das jetzt so geil aussieht. Vielleicht hier in die Ecke noch? Sieht das... das sieht jetzt nicht so geil aus, glaube ich. Oder? Vielleicht, wenn man es nur hier in die Ecken macht. Oder? Kann man... Man kann es eigentlich auch so lassen, ne? Ja, doch, ich glaube schon.
Allerdings, wenn wir da jetzt eine Fackel hinsetzen, sieht die nicht gerade symmetrisch aus. Deswegen würde ich sagen, wir setzen sie hier hin. Da ist das dann schon wieder was ganz anderes. So. Schon wieder so viel Endermänner, ey. Verpisst euch, damit meine Bäume wachsen. Ihr Pimmelgesichter. So, wie gesagt, Betten haben wir jetzt im Moment nicht. Wir haben aber noch ein bisschen Holz. Aber natürlich keine Wolle. Und da draußen jetzt Schafe zu finden, ist ein absolutes Novum. Also, was tun wir so lange? Ich guck gerade, wenn wir da draußen so einen Überhang bauen. Bauen wir den auch wieder aus Holz oder auch aus Stein? Ich bin immer ziemlich... Ja, eigentlich aus Stein, ne? Schön crouchen. Sonst ist hier alles weg. Boah, das wäre so ärgerlich. Scheiße. Es soll nichts Großes werden hier. Sondern einfach nur so ein kleines bisschen Vorbau, wo man hier quasi, was weiß ich, hier Zigarettenpause oder was weiß ich was machen kann. Aber ich glaube, ich möchte da fast schon hier den hier machen. Ja, das passt auf jeden Fall besser dann hier rein. Und da kommt dann noch so ein Zaun davor, den wir jetzt leider nicht haben, aber ich glaube schnell machen könnten. Müssen wir natürlich erstmal schauen, dann, ob das nicht jetzt komplett die ganze... So, ich verbrauche mal unser ganzes Holz. Ob das nicht unsere komplette Sicht dann von dem Häuschen da kaputt macht. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Diese Slimes nerven ein bisschen. Die spawnen hier natürlich jetzt en masse. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier... Ja, machen wir so, komm. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier genug ausleuchten, damit die Spackos hier nicht immer spawnen. Aber das kommt natürlich noch nach und nach. Das ist natürlich kein Problem. Hier könnte man ein bisschen begrünen, aber wir haben auch keine Blätter dabei. Also wir müssen auf jeden Fall... Habe ich das Buch dabei? Habe ich natürlich auch nicht dabei. Warum denn auch? So, warum soll ich denn alles mitnehmen? Das wird doch langweilig. Hier möchte ich aber fast schon dieses Holz hier noch so hin... Naja, mal gucken, das sind Kleinigkeiten. Ein bisschen Zaun... Alter, was da draußen los ist! Lass mich in Ruhe! Boah. Alter, wo ist der denn? Ist der direkt vor der Türe? War doch klar. Na, komm rein. Bist du fett, ne? Kannst du nicht. Du Spaten. Na, komm rein. Na, komm doch rein. Komm doch rein. Komm doch rein. Los, komm doch rein. Ihr nervt, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Oh, oh. So. Wieder mehr Slimeballs, alter Schwede. Wir haben hier aber ein bisschen Druckplatte, das heißt, wir können schon mal probieren, was ist das, was bringt das denn, wenn man... Das geht gar nicht, ach so, okay. Ich dachte, vielleicht kann man das Ding hier oben auch drauf, dann wäre das ein bisschen größerer Tisch. Kann man denn... Moment. Könnte man denn theoretisch gesehen sagen... Du, pass mal auf, ich mag dich nicht. Nee, warte. Das würde natürlich gehen, allerdings ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch, also bleiben wir bei den kommerziellen Tischen. Na, ihr wisst, was ich meine. Brauchen wir hier so zwei Sitzecken in die Ecke vielleicht. Was mache ich da? Das war dumm. Ich wollte das nicht. So, Treppen, ja, haben wir natürlich nicht mehr.